Ich lese in Forstgrün und Goldgelb 100 Jahre Spar- und Bauverein Solingen. Das ist dieses Buch. Das ganze Buch hat so einen leichten Geschmack und der ist Forstgrün und Goldgelb, deshalb sage ich das immer mal wieder gerne dazu. Und nach dem ersten Teil Neuer Bauherren Genossenschaften geht es um die Gründung des Spar- und Bauvereins. Das Ganze ist ein bisschen länger, das erstreckt sich über 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Und das Schöne daran ist, man sieht Originalbilder von historischen Quellen. Auf Seite 12 geht es zum Beispiel mit der Einladung zur Generalversammlung los. Achtung, Generalversammlung, Tagesordnung ist aufgeführt und dann steht auch die Kommission. Ich fange einfach mal an vorzulesen. Die Gründung des Spar- und Bauvereins. Im Lokal des Wirtes Flapp zur Reichspost fand am 11. Juli 1897 die Gründungsversammlung des Solinger Spar- und Bauvereins statt. 25 Anwesende stimmten über die Statuten ab und wählten einen Vorstand. Der damals übliche polizeiliche Überwachungsbericht konnte sich kurz fassen, denn politische, gar radikale Töne gab es nicht zu hören. Der neuen Genossenschaft ging es nicht um gesellschaftlichen Umsturz, sondern um praktische Reformen, um ein größeres Angebot preiswerter Wohnungen zu schaffen durch die Selbsthilfe der wohnungssuchenden, ärmeren gesellschaftlichen Schichten. Innerhalb von 7 Jahren seit 1890 erhöhte sich die Einwohnerzahl Solingens um 7.000 auf rund 43.000. Der Wohnungsneubau konnte mit dem wachsenden Bedarf nicht Schritt halten. Viele Menschen lebten in unzureichenden Wohnverhältnissen. Immer wieder wandten sich Mieter an die Polizeibehörden und protestierten gegen ihre Unterbringung. Im Januar 1887 suchte die Ehefrau des Fabrikarbeiters Engels das Polizeirevier auf und erzählte: Wir wohnen hier zu Vorspel Nummer 11 bei dem Messerreiter Wilhelm Sch. Und besteht unsere Wohnung aus 3 Räumen. Von diesen sind 2 derart feucht, in Klammern das Wasser läuft an den Wänden herunter, dass ein Bewohnen derselben bei der jetzigen Jahreszeit zur Unmöglichkeit geworden ist. Wir haben 3 kleine Kinder, welche bereits seit einiger Zeit sämtlich erkrankt sind und muss als Ursache die Feuchtigkeit unserer Wohnung angesehen werden. Dem Sch ist der Zustand unserer Wohnung wohl bekannt. Derselbe ist von mir und meinem Mann wiederholt ersucht worden, Abhilfe, Hilfe mit Ü zu schaffen und uns die Wohnung räumen zu lassen. Er weigert sich dessen und verlangt vielmehr pünktlichste Mietzahlung. Damit ist das Zitat Ende. So. Der Messerreiter, das ist jemand, der Messer zusammenfügt. Vor allem dann Taschenmesser gibt es zurzeit in Solingen nicht. Reiderei passt und Wilhelm Sch mit SCH Punkt. Auch wenn man lange hier in der Stadt gelebt hat, kennt man sowas. Im örtlichen Dialekt finden sich sowas wieder. Jetzt sagen, der will Messerreiter Wilhelm, der kommt da auch vor. Und Forspel Nummer 11 kennt auch hier jeder, der Solinger Platt kennt. So. Das war der erste Absatz.
Viele Mieter kamen sich ausgebeutet vor, doch meist standen sie hilflos vor ihren Problemen, weil andere Quartiere fehlten. In einer Kellerwohnung musste eine Familie mit zwei Zimmern auskommen. Vater, Mutter, zwei erwachsene Jungen, ein erwachsenes Mädchen und vier kleine Kinder schliefen zusammen in vier Betten nebeneinander. Ich sag nochmal, das Buch ist Forstgrün und Goldgelb. Die sich aus solchen Verhältnissen ergebenden Schwierigkeiten erkannten nicht nur die Betroffenen, sondern auch sozial denkende Bildungs- und Besitzbürger. Da gab es jede Menge von und gibt es auch jetzt noch sozial denkende Bildungs- und Besitzbürger. Sie versuchten auf mehreren Wegen, den unteren gesellschaftlichen Schichten zu helfen. Ja, ja. Ein sehr schönes zum Beispiel das Koppelschrift hier. 1890 gründeten einige Honoratioren unter starker Beteiligung der Stadtverwaltung den Solinger Gemeinnützigen Bauverein, eine Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft erlangte indes nie große Bedeutung und wollte bereits 1897 ihr Vermögen auf die Stadt übertragen und sich auflösen, weil die Stadtverordnetenversammlung, was die Stadtverordnetenversammlung aber ablehnte. Fürchteten sich die Vertreter im Stadtrat davor, Geld für sozialpolitische Maßnahmen anzuwenden und in den privaten Wohnungsmarkt einzugreifen? Der Grund für die Erfolglosigkeit des gemeinnützigen Bauvereins lag letztlich darin, dass die Kluft zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft, zwischen Geldgebern und Wohnungssuchenden nicht überbrückt werden konnte. Die Aktionäre wollten auch Gewinne erwirtschaften und Dividende sehen. Dementsprechend bescheiden sollten die wohnungssuchenden Arbeiter auftreten, wie es im Geschäftsbericht für 1897-98 hieß. Ja. Auf der Seite gibt es hier noch eine Tagesordnung vom 2. Februar 1899. Dann gibt es hier die Genossenschaftsanteile, konnten die Mitglieder in Raten einzahlen. Da ist ein Quittungsbeleg über die Einzahlung. Das ist der hier. Kann ich mal zeigen. Dann gibt es hier die Tagesordnung und hier das Quittungsbuch. So. Die Idee, den sozial Schwächeren paternalistisch fürsorglich von oben zu helfen, stand das genossenschaftliche Konzept der Selbsthilfe gegenüber. Männer wie Hermann Schulze Delitzsch 1803 bis 1873 oder Friedrich Wilhelm Raiffeisen 1818 bis 1888 hatten im 19. Jahrhundert bewiesen, dass es möglich war, die Lebensumstände des vierten Standes durch Solidarität zu verbessern. Auf Grundlage ihrer Konzepte entstanden Konsum-, Produktions- und Kreditgenossenschaften. Absatzende. Auf dem Bausektor waren die Voraussetzungen aber schwieriger. Hier bedurfte es eines wesentlich größeren Kapitals und die Genossen in Spee waren arm. Das ist alles am Geld gescheitert. Manchmal fragt man sich wirklich, was in solche Bücher für ein Schwachsinn reingeschrieben wird. Daher erlebten Baugenossenschaften erst spät einen Aufschwung, als sich zwei wesentliche Rahmenbedingungen zu ihren Gunsten geändert hatten. Zum einen erklärten sich die Landesversicherungsanstalten bereit, günstige Hypothekendarlehen für den gemeinnützigen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. In Klammern die Lebensversicherungsanstalt Rheinland ab 1893. Also vielen Dank, liebe Versicherung, für dieses verschimmelte Drecksloch hier.
Zum anderen trat 1889 ein neues Genossenschaftsgesetz in Kraft, das vor allem die beschränkte Haftung einführte. Bis dahin war jeder Genosse mit seinem gesamten Vermögen für Verluste der Genossenschaft haftbar, jetzt nur noch mit der Höhe seiner Einlagen. Das ermunterte auch Bürgerliche, durch einen Beitritt zu Genossenschaften ihr soziales Gewissen in praktisches Handeln umzusetzen. Richtig. Denn wir alle wissen, wenn ein Haus gebaut wird, mangelt es vor allem an Geld, und Geld ist das Entscheidende. Ich verweise nochmal auf die Farben dieses Buches: Forstgrün und Goldgelb. Forstgrün und Goldgelbe Leute arbeiten auch schon mal gerne bei der Rheinischen Lebensversicherung, habe ich den Eindruck. Oder machen sonst irgendwas Bildungsbürgerliches. So, damit sind wir auf der Seite 14 angekommen. Und da gibt es den Evangelischen Arbeiterverein, Spar- und Bau. Ups. An der Stelle. Äh, 1897 entstand aus der Landesversicherungsanstalt heraus der Rheinische Verein zur Förderung des Kleinwohnungswesens, der Genossenschaftsgründung mit Rat und Tat unterstützte. Hier gibt es zum Beispiel den Rheinischen Verein aus Düsseldorf von der Elberfelder Straße. Düsseldorf Ständeverein, Rheinischer Verein für Kleinwohnungswesen. Kommt alles aus Düsseldorf. Ach ja. Was so alles an Unterstützung aus Düsseldorf kommt, ich bin so froh. Wenn ich dann endlich mal mein Werkzeug aus dem Zoll bekommen würde, dann würde ich auch weiter an prosperierenden Genossenschaftswohnungen arbeiten. Die haben gefragt in Düsseldorf und deshalb geben sie mir mein Werkzeug nicht. So, ich lese mal weiter vor. Hier unten gibt es noch das Unternehmen Weiersbach, Kirschbaum und Co., aus der einige der Gründer des Spar- und Bauvereins kommen. Dann gibt es hier ein Unternehmen. Mit rauchenden Schornsteinen. Drei große rauchende Schornsteine und unzählig kleine Schornsteine, die auch teilweise rauchen. Ja. Solingen war schon immer bekannt für rauchende Schornsteine. Gerade so ein Ölbad zum Härten. Da brauchst du wahnsinnig rauchende Schornsteine bei den Mengen von Stahl, die da durchgehen. Nee. Ich sag's nochmal, mein Werkzeug hängt im Zoll und das jetzt nicht nur noch seit einem Jahr. Der Spar- und Bauverein Wien bietet auch noch Handwerker aus. Nach den Forschungen von Johannes Motz konstituierte sich die Solinger Spar- und Bauverein eGmbH zunächst aus Arbeitern der Firma Weiersbach, Kirschbaum und Co. Auch der Geschäftsinhaber trat der Genossenschaft bei. Offensichtlich ging es ihm darum, seine Arbeiter durch bessere Wohnungen fest an die Firma zu binden. Schon nach wenigen Monaten schloss sich die Spar- und Baugruppe des Evangelischen Arbeitervereins dem Spar- und Bauverein an.
Die Vereinigungsgeneralversammlung fand am 9. Januar 1898 statt. Pfarrer Otto Müller wurde zum Vorsitzenden gewählt, Franz Rauch zum ehrenamtlichen Geschäftsführer. Die evangelischen Pfarrer Solingens wurden Mitglieder und übernahmen die Führung. Zur herausragenden Persönlichkeit der Gründungs- und ersten Aufbauphase entwickelte sich Pfarrer Müller. In einer Artikelserie im Kirchlichen Wochenblatt für die evangelische Gemeinde Solingen bereitete er Ende 1897, Anfang 1898 seinen Gedanken, zur Arbeiterwohnungsnot aus. Genossenschaften stellten für ihn das geeignete Mittel dar, ohne jegliche Staatshilfe, lediglich durch brüderliche Vereinigung und ernste Arbeit mit gutem Erfolg der Wohnungsnot entgegenzusteuern. Sind Zitate an der Stelle. Es müsse alles durch und für die Arbeiter geschehen. Nur so bleibe ihr Interesse an der Sache auf Dauer erhalten. Allerdings war sich Müller darüber im Klaren, dass der Spar- und Bauverein ohne ausreichende Unterstützung aus Politik und Verwaltung und Wirtschaft zum Scheitern verurteilt war. Mit dem Beitritt der Stadt Solingen 1898 setzte die Genossenschaft die Höchstzahl der Geschäftsanteile auf 10 fest, in Klammern bis dahin 3, ich kenne das alte Genossenschafts- und Vereinsrecht nicht. So, es wird schon was bedeuten. So, damit endet der ein Absatz. Grundprinzip des Spar- und Bauvereins, die schon in den ersten Statuten und Versammlungen festgeschrieben wurden, waren die genossenschaftliche Selbstverwaltung und die Unkündbarkeit der Wohnungen, solange der Mietergenosse nicht schwer gegen die Grundsätze der Genossenschaft verstieß. Das Eigentum der Wohnungen sollte sich in Händen der Genossenschaft befinden. Als Spargelder galten jene Summen, die über die Geschäftsanteile hinaus eingezahlt wurden. Müller wollte den Genossen die eine der neuen Wohnungen zogen, ein Gefühl der Sicherheit geben. Sie sollten ihre Zukunft planen können, und zwar eine Zukunft in Solingen. Industriearbeiter sollten in der Stadt gehalten werden. Der Pfarrer wollte Optimismus vermitteln. Sicherlich strebte er auch die Integration der Genossen in die bürgerliche Gesellschaft an. Statt dagegen aufzubegehren oder sie im Stillen zu hassen, sollten sich die Arbeiter mit einer unkündbaren, guten und billigen Wohnung als Rückhalt am weiteren Aufbau dieser Gesellschaft aktiv beteiligen. So, damit endet der Absatz. Es geht ein neuer los. Von 98 Mitgliedern des Spar- und Bauvereins im Frühjahr 1898 kamen je 36 aus dem Kreis von Handwerkern und Fabrikarbeitern.
Es waren die etwas besser situierten Vertreter der unteren gesellschaftlichen Schichten, die sich jetzt Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft machen konnten. Ich verweise nochmal auf die Farben des Buches Forstgrün und Goldgelb. Hier, bitte sehr. In der Führung des Vereins dominierte indes das gebildete Bürgertum, wozu insbesondere auch Lehrer und andere Beamte zählten. Das besitzende Bürgertum der Fabrikanten und Kaufleute war in der Genossenschaft nur schwach vertreten. Neuer Absatz. 1905 wurde ein Fünftel der Mitglieder ausgeschlossen, weil sie ihre Pflicht nicht erfüllten, insbesondere ihre Geschäftsanteile nicht voll einzahlen. Es scheitert so viel am Geld. Im Geschäftsbericht klang Enttäuschung, ja Verbitterung durch. Zitat: Es ist lebhaft zu bedauern, dass eine Sache wie die unsrige so wenig Verständnis bei den beteiligten Kreisen findet. Und können wir aufgrund unserer Erfahrung dieses darauf zurückführen, dass die Reife zur Erkenntnis des Genossenschaftswesens fehlt. Zitat Ende. Der Spar- und Bauverein spielte damals nur eine kleine Rolle im öffentlichen Leben Solingens. Dies änderte sich erst, als sich die Arbeiterbewegung für die Genossenschaft zu interessieren begann. Dieses Interesse und der wachsende Zustrom von Arbeitern zum Spar- und Bauverein hingegen nach den Beobachtungen des Landrats auch mit der Abkehr von revolutionären Hoffnungen zusammen. Dieses Interesse und der wachsende Zustrom von Arbeitern zum Spar- und Bauverein hingegen nach der Beobachtung des Landrats auch mit der Abkehr von revolutionären Hoffnungen zusammen. Die Überzeugung, Staat und Gesellschaft würde bald zusammenbrechen, schwand und die Arbeiter suchten jetzt den Weg der praktischen Reform. Wir befinden uns in der Zeit, Hochzeit des Kommunismus in Deutschland. Naja, irgendwie passt das nicht mit dem Wahlergebnis zusammen, was hier steht, aber egal. Das Buch ist Forstgrün und Goldgelb. Lange stand die Sozialdemokratie der Genossenschaftsidee skeptisch gegenüber, galt sie doch als der bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die man zerschlagen wollte. Lange stand die Sozialdemokratie der Genossenschaftsidee skeptisch gegenüber, galt sie doch als Teil der bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die man zerschlagen wollte. Aber auch die Vertreter der SPD merkten, dass sich mithilfe von Genossenschaften das Leben der Arbeiter verbessern ließ. Die pragmatische Haltung der Partei gipfelte in Solingen in dem Versuch, Einfluss im Spar- und Bauverein zu gewinnen. 1910 wählte die Generalversammlung einen der führenden Vertreter der Solinger Sozialdemokraten, Hugo Schaal, in den Aufsichtsrat. Das Organ der SPD, die Bergische Arbeiterstimme, rief: Die Leser dazu auf, sich dem Spar- und Bauverein anzuschließen, sodass dessen bis dahin stagnierende Mitgliederzahl nach oben schnellte. 294 im Jahr 1910 und 576 im Jahr 1912. Der konfessionelle Charakter der Genossenschaft abgestreift wurde und sich die Machtverhältnisse grundlegend änderten. So, ich lese das nochmal vor. Einfluss im Spar- und Bauverein zu gewinnen. 1910 wählte die Generalversammlung einen der führenden Vertretungen der Solinger Sozialdemokraten, Hugo Schaal, in den Aufsichtsrat. Das Organ der SPD, die Bergische Arbeiterstimme, rief die Leser dazu auf, sich dem Spar- und Bauverein anzuschließen, sodass dessen bis dahin stagnierende Mitgliederzahl nach oben schnellte, der konfessionelle Charakter der Genossenschaft
abgeschreift wurde und sich die Machtverhältnisse grundlegend änderten. Statt der Kirche spielte jetzt die Sozialdemokratische Partei die tonangebende Rolle. So, ich verstehe das. Ich finde den Text komisch und ich verstehe nicht, was da steht. Ich bin da zu doof zu. So, ich bin auf der Seite 16, hier gibt es genossenschaftliche Selbsthilfe, wurde populär. Ab 1910 schlossen sich auch sozialistisch organisierte Arbeiter dem Spar- und Bauverein an. So, Zeitschrift für Wohnungswesen gibt es hier, Berlin, 25. Oktober 1911, Gewerkschaft und Wohnungsfrage. Und Soliger gemeinnütziger Bauverein, Aktie 200 Mark Reichswährung. Das ist die alte Aktie von 1898, wird hier gezeigt. So. Damit endet das Kapitel. Gründung des Spar- und Bauvereins. Und es geht weiter mit Pfarrer Otto Müller. Gustav Adolf Otto Müller. Da sieht man auch das kirchliche Wochenblatt abgebildet. Im kirchlichen Wochenblatt war Pfarrer Otto Müller für den Spar- und Bauvereinsgedanken. So. Das ist nur eine Seite, das geht relativ schnell. Tschüss.